Ach du Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. I can't push you more towards producing a lot of LinkedIn content. Schönen guten Tag, vielleicht kennst du die Plattform LinkedIn. Da kann man sich einen Job gönnen oder so einen Scheiß machen. Seit ein paar Monaten, keine Ahnung, kann man da auch Content posten. Es ist fast wie Facebook, nur halt anders. Und ich habe mir jetzt gedacht, wieso bin ich nicht eigentlich auch auf LinkedIn? Frage ist schnell beantwortet, ich suche keinen Job. Ich bin noch in der Schule. Ich habe irgendwo mal gehört, dass die organische Reichweite ziemlich groß ist. Und ich habe ja schon mal eine 24-Stunden-TikTok-Fame-Challenge gemacht. Mal gucken, ob ich vielleicht auf LinkedIn besser bin. Auf LinkedIn ist da eher so ein bisschen mehr Business-Zeug, ein bisschen professioneller. Aber jetzt mal auch schon gucken, erstmal ein bisschen Content an. Und erstellen ein Profil. Ja, ich studiere nicht. Ja, ein bisschen. Das ist ganz cool, oder? Spaß, Leute, ich habe das hier. Und jetzt, bis morgen. Wir müssen jetzt am Anfang erstmal ein Ziel festlegen und dann eine Zeit, in der ich das erreiche. Zeit ist ja schon festgelegt. 24 Stunden. Ich sag mal, letztes Mal war das Ziel... 1 Million, das ist mein Ziel. Das heißt, mein Ziel ist jetzt einmal 100. Das ist diesmal sogar realistisch. Lol. Bisschen Theorie und dann gucken wir uns noch ein bisschen Praxis an. Jetzt habe ich hier meinen Job reingepackt. Man sieht ganz die Zahlen hier 0. Ich finde auch ziemlich stark, dass ich hier Content rausballern wollte. Und jetzt? Jetzt sind irgendwie 1 oder 2 Stunden. Ich sitze in meinem scheiß Profilbau. Okay, wie mache ich denn jetzt einen neuen Beitrag? Bitte helfen Sie mir. Moment, ich möchte jetzt gerne nur einen Post machen. Schönen guten Tag. Was schreibe ich jetzt rein noch? Also der Post hat noch keinen Inhalt. Was schreibe ich da jetzt rein, dass der einen Inhalt kriegt? Okay, ich würde sagen, jetzt ist hier ein bisschen Inhalt drin. Jetzt habe ich hier geschrieben, testen ist immer gut, bla bla. TikTok ist auch stark, geh mal auf TikTok, LinkedIn posten, kannst du auch machen. Ich teste es mal, wie das so ist. Dann kann ich dir das nachher auch sagen. Habe ich also Erfahrung durchs Testen. Das, nur was heißt mein? Ja. Fuck der. Ich habe das Gefühl, entweder kriegt er ja 0 Impressions oder er kriegt irgendwie so, keine Ahnung, 10 Impressions oder so. Oder vielleicht kriegt er auch 100 Impressions oder mehr. Also irgendwas zwischen 0 und unendlich. Ich glaube, ich poste, sagen wir mal, jetzt ein bisschen Pizza-Phone, weil das ist ja auch ein bisschen Business thematisiert, sag ich mal. Welches Format poste ich? Poste ich 16:9, 1:1 oder 9:16? Es geht schon los ein bisschen hier. Man sieht 6 Minuten. 9 Ansichten. Das Star Wars Video kann ich auch posten, weil es gerade, es hat zwar nicht Business irgendwas, mit Business zu tun wirklich viel, aber es halt gerade, weil der Film bald rauskommt. Also ich muss sagen, das Schreiben gefällt mir irgendwie jetzt schon mit der Zeit ein bisschen besser, weil es ist einfach nur, dass es sowas relativ kurz schreiben muss halt. Aber an sich ist es halt sauer entspannt, da musst du nicht irgendwie die Kamera hinstellen, reden und dann das irgendwie noch ein bisschen schneiden und so oder sowas und einfach nur schreiben. Fertig. Also der Post hat 18 Ansichten. Man sieht hier einfach drunter und hier steht nichts drunter. Was ist das denn? Ah, hier steht's. Aufruf des Videos. 2. 24 Ansichten. Ah, das geht richtig ab jetzt. Ich habe jetzt gerade den Follow-Button aktiviert. Jetzt kam mir auch folgen. Das ist ganz gut, glaube ich. Ich fange jetzt mal ein bisschen an, irgendwie auch Kommentare zu schreiben. Also ich mache jetzt mal einen. Mal gucken, ob ich noch einen zweiten mache. Weil das gibt, glaube ich, auch Reichweite. Ich habe auch gemerkt, dass auf LinkedIn die organische Reichweite doch gar nicht so groß ist, wie ich dachte, oder wie auf TikTok das zum Beispiel so ist. Auf LinkedIn sind dann, sag ich mal, so Leute, die haben dann irgendwie auf anderen Plattformen halt schon 1000 Follower oder so, mehrere. Und auf LinkedIn dann hat tatsächlich noch nicht ganz so viel Follower. Diese ganzen Sachen, die ich so schreibe, sind so komplett kernbehindert, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht daran, dass ich ganz so viel Reichweite kriege. Ich poste mal den Bullshit da jetzt rein, hoffen mal, dass das irgendwas bringt. Oh. Da ist natürlich auch stark. Da habe ich noch keine Follower, muss ich sagen. Ich habe es eingestellt, jetzt den Follow-Button habe ich jetzt, aber ich habe keine Follower. Bin ich ganz traurig. 15:19. Okay, ich habe jetzt das ganze Video hier, den ersten Teil. Habe ein bisschen dazu geschrieben. Bis auf das hier am Ende, ist hier, wirkt das eigentlich wie halt ein Vlog, in dem ich eine Firma gründe, was es nicht ganz ist. Aber naja. Hoffen wir, dass der gut performt und mir die Follower reinballert. Kann ich dumm das? Ich bin noch dumm. Wieso gefällt mein Kommentar? Na, ist das doch schon mal schön. Was ist los? Der geantwortet, ey, ist saustark, ey. Bin ich gehypt drauf, ey. Also erst ganz kurz mal gucken, dass mein fucking Video gepostet wurde, verdammte Scheiße. Ich raste aus, ey. So, liken. Warum prankst du mich so, du Keck? Okay, jetzt ist das. Ich muss auch sagen, ich hab's rausgefunden, wie ich hier post auf dem Desktop post. Habe ich auch definitiv nicht gegoogelt erstmal. Das habe ich einfach so gefunden. Oh, ich hab mal einen Kommentar. Nö, wenn du auf TikTok bist, machst du einen großen Fehler. Hier, Privacy Check on the App TikTok. Kann ich ja nicht zustimmen, muss ich sagen, mit dem Argument. Was hier nicht ganz so schön rübergebracht hat, auch muss ich sagen. Also da hat er sich schon nicht ganz viel Mühe gegeben. Wenn ich hier schon wieder diesen Drecksteppen da sehe, auf seinem Profil, in dem... Ach, was ist das denn, Digga? Das ist doch nicht mehr normal. Wie sieht das denn aus? Ich krieg Krebs. Mann, auch... Ich habe jetzt Respekt von dem bekommen, ey. Das ist ja saustark. Glück. Ach du Scheiße, das ist so dumm. Wieso mache ich das? Aber der Post, der geht schon ein bisschen ab hier. Der hat schon 43 Ansichten. Salus. Gefällt mir. Das ist so keck. So ein Keck-Move. So, jetzt haben wir kurz vor 9. Ich habe tatsächlich ein paar Leute, die irgendwie reagiert haben, sag ich mal. Und tatsächlich hat der Post, mit dem, wo ich geschrieben habe, das TikTok,
die meisten Aufrufe, beziehungsweise die meiste Reichweite bekommen. Tatsächlich habe ich nicht ganz so viele Follower, nämlich null. Aber ich mache auf TikTok halt einfach Unterhaltung. Ist einfacher irgendwie. Ich brauche ein paar Pizza-Erfahrungen-Videos und dann gucken, ob die abgehen. Sonst sehen wir uns morgen. Digga, ist er denn komplett kernbehindert? Der antwortet nicht auf die Nachrichten, der schreibt einfach neue Kommentare. Jetzt ist die Zeit gekommen, zu gucken, wie viel Follower oder Reichweite, sag ich mal, generell ich hier bekommen habe. Erstmal machen wir das Abschlusslicht an, wollte ich sagen. Ach du Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hätte also ein kleines bisschen mehr gedacht schon irgendwie, aber naja. Follower habe ich einen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der davon kam, dass ich hier irgendwann gestern Abend auf mehrere Leute reagiert habe, beziehungsweise ein paar Kommentare dargelassen habe. Kann ich auch machen, wenn ich dann irgendwie vielleicht Sinn habe dabei. Der eine Post über TikTok hat tatsächlich sogar ein paar Aufrufe bekommen hier. Du kannst jetzt hier das TikTok-Video angucken, in dem ich halt versucht habe, in TikTok-Famous zu werden in 24 Stunden. Schönen Tag wünsche ich noch.